Kinder wohnen Buchenweg 1. Es gibt hier eine Sonnengruppe. Wir sind die Regenbogenkinder. Hier gibt's die Pusteblumen. Wie findest du denn unser Gartenhäuschen? Nicht schön. Wieso nicht? Weil das ist so braun und schwarz. Und was könnte man da machen? Was würdest du dir wünschen? Anmalen. Was gefällt dir daran nicht? Weil wenn man da reingeht, dann soll man ja über diese ganzen Sachen, die da rumliegen. Das heißt, findest du unser Gartenhäuschen zu klein? Ja. Viel zu klein, ne? Was würdest du dir denn zum Spielen wünschen? In der Mitte ein Klettergerüst und links und rechts Kletterbäume. Ja. Also mir als Mutter und Waldpädagogin ist es halt eben wichtig, dass die Kinder aktiv lernen können, dass sie mitentscheiden können, wie ihr Gelände aussehen soll, wie ihr Kindergartenalltag letztendlich auch verbessert werden kann, verschönert werden kann. Und das betrifft besonders auch das Gelände, dass die Kinder sagen können, was bunter gemacht werden soll, was sich verändern soll. Ich denke, gerade dieser Naturbereich hier hinter mir ist vielleicht einfach noch mal ein bisschen ausbaufähig. Der Wald ist nicht weit, aber trotzdem lassen sich einfach viele Elemente hier auch auf dem Kindergartengelände umsetzen, dass die Kinder an der Natur einfach auch noch ein bisschen aktiver teilhaben können. Mit Nistkästen, wo sie die Vögel beobachten können, mit Seilen, an denen sie hochklettern können. Dass sie einfach eigenständig toben können, dass sie vielleicht Versteckmöglichkeiten bekommen in Form von Weidentippis oder Ähnlichem. Ja, und am schönsten finde ich, dass es in dem Kindergarten möglich ist, dank der Kinderkonferenz, dass die Kinder ihre Ideen auch preisgeben können.